Ah, das ist geil. Ich wusste es. Ah, also sind die ja, warum nicht? Wirklich nicht, also. Bitte. Wer ist das denn? Erstmal was zu fressen. Ach komm, nee, es wird das teuerste. Good stuff. Danke. Und wie hat denn das Häschen geschmeckt? Hm? Oh, ist doch vorzüglich. Wunderbar. Ich freue mich zu hören. Wussten Sie, dass wir unsere Steaks einer speziellen Frischhaltung unterziehen, damit sie nicht eingefroren werden müssen? Kein Wunder, dass sie so zart und saftig sind. Hey. Und nicht nur das, unser Fleisch durchläuft eine strenge Auswahl, damit wir unsere Gästen nur das Beste servieren. Und trotzdem haben sie so günstige Preise? Hey. Sicher, wir tun alles, um unseren Gästen Fleisch von bester Qualität zu bieten. Und das zu möglichst niedrigen Preisen. Wow, das ist echt toll. Präsident Ishinose, hier sind Sie also. Sie haben gleich eine Besprechung. Würden Sie bitte wieder zurück ins Büro kommen? Oh, Motomura-kun, ist es schon so spät? Ha? Moment, Sie sind der Chef dieses Ladens? Ja. Bitte entschuldigen Sie, dass ich das nicht früher erwähnt habe. Aber ich dachte, Sie sind nicht blind und sehen das Bild hinter mir. Das sieht man ja eigentlich, dass ich der Chef bin, du blinde Nuss. Ich bin Kunio Ishinose. Und ja, ich leite Ikinari Steak. Kunio Ishinose. Ha? Wow, Sie sind der Präsident der ganzen Kette. Was machen Sie denn hier? Mein Motto ist, die Gäste haben das letzte Wort. Deshalb bin ich hergekommen, um mal zu sehen, wie es hier läuft. Verstehe. Ich habe mir schon gedacht, dass Sie kein normaler Angestellter sind. Hallo. Entschuldigung, aber wir sollten uns jetzt wirklich auf den Weg machen, Herr Präsident. Ach, ja, richtig. Entschuldigung. Dürfte ich wohl noch Ihren Namen erfahren? Ich bin Yagami. Yagami-san. Yagami-san, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns gegessen haben. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Das werde ich. Also dann, auf Wiedersehen. Ich finde es schön, dass Sie sowas eingebaut haben, dass es wirklich bei fast jedem Geschäft etwas Besonderes gibt. Irre, ich habe den Präsidenten der Kette kennengelernt. Suppe. Ist es noch Suppe da? Salat. Rib-Eye Steak, 300 Gramm. Revitant! Autsch. What a waste. Was für eine Verschwendung. Okay. Das läuft aber eigentlich echt ganz gut hier. Jetzt zur Tigerjacke. Excuse me. Entschuldigung. Hä? Was willst denn du? Ich suche eine Tasche, die jemand hier verloren hat und dachte, sie haben sie vielleicht gesehen.
Ach ja. Was denn für eine Tasche? Eine gelbe Tasche mit Lederriemen. Sie wurde auf der Toilette gestohlen. Aber da war ein Geldbeutel und eine Jacke drin. Irgendeine Ahnung? Ne. Hab nichts gesehen, aber. Aber? Siehst du diese Obdachlosen da? Vielleicht wissen die mehr. Die sind den lieben langen Tag hier und verzocken unsere Steuergelder. Alles klar. Danke für den Tipp. Ich schaue erstmal auf den Klo, nicht, dass ich jetzt mit dem spreche, aber das sieht nicht so aus, ne? Entschuldigung, ich suche eine Tasche, die hier im Park verloren gegangen ist. Hat jemand von Ihnen etwas gesehen? Ach, du glaubst wohl, wir laufen rum und klauen alles, weil wir abdachlos sind? Nein, überhaupt nicht. Ich dachte nur, Sie hätten vielleicht irgendwas gesehen, weil Sie oft hier sind. Es geht um eine gelbe Tasche mit Lederriemen, die auf der Toilette gestohlen wurde, vergessen wurde. Ja, die habe ich gesehen. Wirklich? Wissen Sie auch, was damit passiert ist? Vielleicht, wenn du mir einen Bento bringst. Ha? Wirklich? Ich muss dir die Infos erkaufen? Sorry, aber ich habe so viel Hunger, dass ich mir gar nicht richtig, dass ich mich gar nicht richtig erinnern kann. Machen wir einen Tonkatsu Bento daraus. Das Popo gleich um die Ecke hat sowas. Machen wir doch zwei draus. Wir haben beide Hunger. Ich bin sicher, dass ein voller Magen mein Gedächtnis ankurbelt. Naja, schätze, es ist okay. Okay. Ja, schnaufst du nur in deinem Benz. Ich glaube, es ist ein Benz. Keine Ahnung. Mir egal. Bento-Lunch war's, oder? Ne, Tenkan-Zu. Achso, das soll Gold sein und ich hab gedacht, das wäre gelb. So im Sinne von, ja, ich muss noch mehr helfen. Ich hab jetzt eigentlich das gekauft. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Vielleicht, wenn du mir zwei Bento bringst, machen wir ein... Machen wir einen Tonkatsu Bento aus einem von beiden. Das Problem. Ach so, oh, okay. Ich sollte nicht zwei Tenkatsu Bento holen, sondern zwei Bento, damit sie den Tenkatsu Bento rausmachen können. Oh. Ja, oh mein Gott, ich gehe ja schon. Oh. Also zwei Bento. Schauen, ob ich nicht das Falsche genommen habe, aber sonst gibt es hier kein Bento. Boah, ich muss gleich erstmal eine kurze Pause machen, damit ich was esse. Ich habe gerade echt mega Hunger. Achso. Hey. Hier, zwei Bento-Boxen. Ha, danke. Also, diese Tasche. Nachts kommt hier eine Bande Kids vorbei, die einen riesen Krach macht. Echte Nervensägen. Neulich nachts haben sie richtig aufgedreht. Einer hat Volltreffer geschrien und der andere wollte was kaufen. Jedenfalls kamen sie aus der Toilette gerauscht. Mit einer Tasche in der Hand, auf die deine Beschreibung passt. Da muss sie das gewesen sein. Konnten sie die Kids gut sehen? Nicht wirklich. Außer den einen Typen, der so genervt hat, dass er aus der Masse hervorstach. Er hatte kurzes, gebleichtes Haar, einen kleinen Stoppelbart und eine dämlich gefärbte Brille. Sie kommen aus der Gegend, also treiben sie sich bestimmt noch hier irgendwo herum. Super, das hilft mir sehr weiter. Danke. Aber wo könnte ich hiesige Jugendliche finden? Schätze, ich höre mich am besten mal um. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Wo umhören?
wo umhören. Ich könnte mal. Finde die Diebe, ja. Ich könnte mal runtergehen. Und mal zum Arzt ein paar. Hier ist Hilfekästen holen. Ah, ja, Rami-san. Danke nochmal für deine Hilfe letztens. Hey. Kein Problem, Morobo. Kein Problem, Moroboshi-sensei. Freut mich, dich zu sehen. Excuse me. Du warst also mal Arzt an einer medizinischen Fakultät, ja? Wie war das so? Das ist alles lange her. Deswegen frage ich mich, wieso ich mich in diesen ganzen Mist habe einziehen lassen. Ich wollte unbedingt eine Professur. Und das ging zulasten der Menschen um mich herum. Ich konnte niemandem trauen. Nachdem ich das Krankenhaus verlassen hatte und auf der Straße gelandet war, kamen mir diese Leute wieder etwas Würde. Seitdem kümmern sie sich um mich. Wow, ich hatte ja keine Ahnung. Moroboshi-sensei, Hilfe, wir brauchen einen Arzt. Was ist los, Hamanaka-san? Es ist Kondo-san. Er hat einen Unfall. Was? Wir bringen den gerade her. Kannst du den dir mal anschauen? Natürlich, sofort. Okay, ich habe getan, was ich konnte. Aber wir haben nicht genug Blut für eine richtige Transfusion. Rami-san, Hamanaka-san, ich muss euch mal einen Gefallen bitten. Mhm. Sicher doch. Was können wir tun, ja, Moroboshi-sensei? Wir brauchen Leute mit Blutgruppe 0, die Kondo-san Blut spenden, und zwar mehrere. Okay. Ich höre mich mal da ab, doch was drum. Ja, Rami-san? Ja. Ich frage die Leute im Champions District. Könntest du den Public Park 3 überbringen? Public Park 3, klar. Sehr gut. Ich zähle auf dich. Ich möchte aber trotzdem. Hi. Hast du irgendwas, Yagami-san? Ich brauche einen Verbandskasten. 40.000! Achso, okay. Okay. Hallo? Ah, jetzt ist. Vor allem, dass er den Deckel nicht wieder zumacht. Kurze Frage, ist jetzt irgendwie auf der Karte was vermerkt, wo die eventuell sein könnten, die Kiddies? Sieht nicht so aus. Aber ich muss mal eben schauen, warte. Für später. Kamutsch ist wirklich der Bomber. Da muss ich einfach warten. So geht's zu Ort. 3. Taube hebt ab. Hä? Fuck, ich weiß nicht mehr, welchen District das war. Ah, das war diesen Park 3 da, oder? Hotel, Little Asia. Da. Kuromoroboshi, okay. Naja, egal. Ich mache jetzt eben kurz auf eine Pause. Ich werde wahrscheinlich gleich weiterspielen, aber naja. Ich würde dann einfach nur kurz sagen, bis gleich. Tschüssi.